Erstmal öffnen sie so eine Seite hier. Ich habe aber hier so 536 von diesen Schmuckmünzen. Das hier ist Luzent, glaube ich. Ist die Echtwährung? Und das ist halt. Ah, Solant ist dann hier für das. Also, das ist die Währung von dem Spiel. Solant. Neuigkeiten. So, hier haben wir dann aufgehört. Bin so ein bisschen am Farmen. Kochen, Angeln, alles noch gar nicht gemacht, ne? Für, dass wir mal andere Rüstungen uns anziehen können. War wieder schwer was los hier. Entferne das Tuch. Was haben wir denn da? Aha. Und jetzt? Wir haben es. Der Nachteil ist, wenn andere Spieler hier rumstehen, weißt du nicht wirklich, wer ist jetzt der NPC. Aber irgendwo hier müssen wir noch was machen. Müssen wir an dem Bild was machen. Weil da ist immer noch was am Blinken. Ah, guck mal hier. Hier können wir noch was kaufen. Hat der auch Heilung da, Silidari? Was ist das nochmal? Waffenschaden plus 10. Aha, okay. Kaufen uns mal zwei. Erholungskristall. Erholungskristall. Gesundheit. Genau. Ruhig nochmal 16 Mal gekauft. ...14.000 Gold direkt weg. Honig. So, okay. Da können wir uns schon mal ein bisschen heilen. So, hier ist noch einer. Den müssen wir noch labern. Oh, krass, die hat zwei verschiedene Augenfarben. So weit gibt es ja auch wirklich, ne? So weit gibt es ja auch wirklich. Manches ist einmal so ein blaues Auge und ein anderes Auge ist halt grün oder so. So. Okay, okay, okay. Irgendwo hier müssen wir noch hin. Hier sind wir auch noch nicht. Wenn manchmal so viele andere Spieler hier rumstehen, dann sehe ich manchmal nicht, wer ist hier der NPC, wo wir hin müssen. Hier müssen wir irgendwas machen. Da unten, aber hier oben ist noch, hier oben ist noch was. Seid gegrüßt. Ah, hier. Okay, jetzt. Videosequenz. Ten years ago, craftsmen in the employ of the Arkim Legion secretly visited the resistance soldiers at the observatory. Offering a huge reward for aid in stealing gems from the goblins. Ich verstehe immer so eine Goblins, Koblenz, Koblenz verstehe ich immer. Were overwhelmed with temptation. All but three of them left the camp. While the guards were away, the waiting Arkim battle platoon readied for the attack. Watch Captain Henson understood the situation all too well. He told the three remaining guards to flee, and one of them, Ruffalo, escaped into the woods with his head hung low.
Leute, manche Spiele sind einfach so gut, da braucht man keinen Film mehr zu gucken. Einfach so gut. Rose again each time he fell, sword held high. Just as Henson, gravely wounded, neared his own death. Ruffalo returned. He had not fled at all, but instead brought reinforcements who drove back the enemy forces. Although the bravery of Henson and his men saved many lives, he blamed himself for the death of the soldiers and resigned as watch captain. 10 years later, he still quietly defends the front lines and is admired and respected by the local resistance forces. Gestahl and Cicero, Henson's former comrades, performed their duty until the very end. Their honor and perseverance earned them a place deep within the resistance's hearts. Wir sind auf Level 19. Level 19? Ich glaube 50 ist Ende. Hier, ah ja, doch, an dem Bild hier. Doch. Ah, warte mal, Geheim-Dungeons. Leute, das sind die Dungeons. Müssen wir extra hier hin für Dungeons zu machen? Das fand ich dann halt. Ich weiß nicht, vielleicht geht's auch hier. Bis jetzt aber noch nicht gefunden. Da kriegt man dann auch die gewissen Belohnungen für, dass man dann Sachen herstellen kann. Da ist auch genau das, was ich brauche, glaube ich. Aber ich kann noch in aktuelle Stufe. Ah, wir kriegen aber noch nichts. Was brauchen wir dafür? Zugang verfügbar ab Charakterstufe 31. Ah! Beendigung zum Freischalten kann ab Stufe 5 verwendet werden. Was sind das? Sind das? Das sind dann Raids oder? Ne, auch Dungeons. Wir können auf jeden Fall in eine rein. Warte mal, welche Level brauchen wir denn da? Stufe 15. Easy, easy. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Also ein paar Lava machen wir mal gerade noch. Wie hört der sich denn an? Redet er durch ein Walkie-Talkie? Kannst du mich hören? Ach du Scheiße. Kapitel 4, das sagenhafte Trio des Kaminanwalds oder wie auch immer. Okay, ja, mich würde das interessieren, in eine Dungeon reinzugehen. Aber gucken wir gerade, was haben wir hier im Inventar bekommen? Was haben wir hier? Ach so, das habe ich ja. Das habe ich ja gekauft, okay. Seltenes magisches Pulver und die Sachen brauche ich ja. Aha. Ah, hochwertiges Rüstungswachstumsstein. Also, das waren eben so Wachstumssteine. Eigentlich, was brauche ich? Für, dass ich eine bessere Rüstung herstellen kann. Hier stehen ja die Belohnungen. Das sind alles nur Wachstumssteine. Für die Rüstung selber? Belohnungen. Eintreten. Wir gehen jetzt mal in die erste Dungeon rein, Leute. Bin schon gespannt. Ach du Scheiße. Ist mir zu schön, den alleine zu machen? Ich noch warten vielleicht, ob andere kommen oder... Also das ist keine Dungeon, das ist doch eher so ein Raid, oder? Ich weiß nicht, ob noch, wenn du wartest, ob noch andere Spieler dazukommen. Komm, wir probieren ihn einfach.
Jetzt hat er mich betäubt, die Ratte. Der war aber eigentlich noch recht easy. Der war easy. Begib dich ins nächste Stockwerk. Ach so, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Aha. Also doch so. Aha. Oh, so machen die das also. Aha, okay, 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 okay. Lauf auf Schocks und kill meine Fitness, Rosenthaler. Mo, dankeschön für dein Teamherz. Wie geht's dir stets? Oh, 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 unser Mann. Mo. Mo in, Mo in. Mo, moin, moin, was geht, mein Bester? Ich hoffe, dir geht's gut. Zweiter uns platt gemacht, im Dungeon wiederbeleben. Okay, der zweite sieht schon anders aus. Alter, scheiße. Sonst müssen wir noch ein bisschen leveln, ne? Lassen wir noch gerade unsere Heilung abklingen da unten. Damit wir uns nochmal heilen können, immer schön. Dankeschön fürs Teilen, Mo. Vielen lieben Dank. Teilen, liken. Ist immer stabiler Support. Okay, let's go. Ei, 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 ei. Oh, das ist doch wohl noch zu OP, ja? Oh, alle guten Dinge sind drei, Leute, ne?
Erwischt uns natürlich trotzdem. Die Hälfte haben wir erst von der abgezogen, Alter, krass. Wird wohl noch zu stark sein, die da. 19 Sekunden können wir uns erst heilen. Ah, und treffen tut sie uns trotzdem immer wieder. Schlecht, schlecht, schlecht. Würdest sagen, das wird noch nichts. Das wird noch nichts. Das ist, da müssen wir wohl doch noch ein bisschen leveln. Einmal noch. WoW ist 13 mal besser. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das hier besser ist. Klar kommt es an WoW nicht ran, aber ich finde das hier jetzt auch nicht schlecht. Das hier ist aber auch eher so wie Diablo. Macht ja gerade gar nichts. Wieso das? Alter, die zerfleischt uns. Leute, 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 Leute. Oh. 2-1. Oh. Leider nur ein bisschen können wir uns heilen. Wirklich fast gehabt, ne, Leute? Wir hätten sie fast gehabt. Im Dungeon wiederbeleben, außerhalb des Dungeons wiederbeleben. Die hätte jetzt nicht mehr viel gebraucht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen leveln wohl, ne? Wird wohl noch nichts bringen. Was haben wir denn jetzt für den einen bekommen? Nichts Besonderes. Obwohl, was haben wir hier? Blau, seltener Waffenwachstumsstein. Seltener Zubehörwachstumsstein. Wir brauchen so Rüstungsdingen. Nur Rüstungswachstumssteine. Aber wo kriegt man dann die Sachen her? Seltener. Ah.
Ah, okay, aktuelle Stufe. Der erste ging halt, weil wir... Okay, wir sind Stufe 19 und gegen diesen... Ah. Wir machen einfach normale Quests erstmal, ein bisschen leveln. Hier waren wir noch nicht. Wir decken, glaube ich, hier eine neue Karte auf. Ich hätte gern dieses komische Ding da, dass ich mir noch eine bessere Rüstung machen kann. Der Pinguin, der hilft, hä? Was kriegen wir denn hier? Spinnerei. Ja, World of Warcraft würde ich jetzt natürlich auch sagen, dass das schon besser ist. Was mich aber an WoW abgefuckt hat, ist, dass du bezahlst Geld. Also in meinem Fall, ich habe mir mal Spielzeit gekauft. Und alle 60 Tage war die Spielzeit vorbei, musst du wieder 30 Euro bezahlen und dann ist halt einfach, du kannst das Spiel ja nicht mehr spielen mit deiner Rüstung, die dann in der Spielzeit, du kannst das Spiel ja einfach gar nicht mehr spielen dann und das hat mich halt abgefuckt. Hier kannst du halt auch einfach kostenlos spielen und fertig. Natürlich wird das wahrscheinlich einen Haken haben, Pay to Win. Oh, goodness. It's a pleasure to... I'm currently investigating a dis... So, I left Luna 17 behind... Right beside Laslan is a dominion called Stoneguard. The biggest town there is called Vienta. Recently, a child named Lucille went missing from the village. The problem is that even after a day of searching, there's no sign of her. We... A monster known as Morakai lives in this com. I've hidden mana recording devices throughout the forest to keep... Could you please retrieve those devices? I hid them in clusters of spider eggs around the forest. Dig them out of the spider eggs and the clamps will loosen in response to your magic. Then, just bring them back to me. Rutaine, whom you met in the forest, was investigating the disappearance of a child from the village. Okay. You said the search area, Carmine Forest? Was extremely dangerous. So he was looking for someone. Wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet. Wäre doch mal eigentlich besser, wenn wir hingehen und gehen zu diesem Stein. The once green forest lost its vitality and withered to a darkish red, becoming what it is today. They say that the blood spiders, now the masters of Carmine Forest, will capture any humans who set foot there for use as sacrifices. So.
Dip Typi da lava. Thank you. I'll check these for any sign of the There's no trace of the child on this device either. This in Morakai's hut. In any case, it seems must let my You a comrade of mine, Robert Kane. Kapitel 4, das so schnell kann man ja gar nicht lesen. There were no signs of children in the forest, but also said that he had found orders to abduct children in Morakai's nest, knowing that the situation was even graver if it was a kidnapping rather than a disappearance. He asked you to inform Robert, another member of the terrific trio. Sind wir hier durch? That Robert would be looking for the missing child in the nesting grounds. Hat sich anders überlegt, wollte keine Schläge, okay. Ei, da überall müssen wir noch hin. Drei. Müssen noch mal da hoch. Warte. Da können wir doch eigentlich uns teleportieren. Das ist nämlich noch kostenlos. So. Und zwar. Ach so. Ah ne, doch, hier müssen wir mit einem reden. Ich mit der ist oh. Wir können. Öffne den Coop Dungeon. Aha. 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 Hier kannst du also auch in die Dungeons. Warte mal. Wähle deine gewünschte Dungeon aus der Liste aus. Sieh dir Dungeon-Details an. Aha. Und da kriegst du dann auch deine Rüstung. Yep. Drücke die Enter-Taste, um den Dungeon zu betreten. Eintreten-Taste, meine ich. Mit der Gruppensuche und der Gruppen... Anschlagtafel kannst du schnell Gruppen mit anderen Spielern bilden. So, eine Dungeon. Die erste kann ich schon mal machen und die gibt Wahrscheinlichkeit überprüfen. Dreieck. Also die Wahrscheinlichkeit, wie das getroppt wird. Und das kann alles getroppt werden, oder wie? 30 bis... Schaden macht es ja weniger wie die Rüstung, die ich jetzt anhab. Die habe ich aber halt auch gut geskillt. Stab des dunklen Rituals. Aha. Schlagschwert. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier was getroppt wird, oder wie? Warte. Also ab 20 kannst du in eine Coop-Dungeon. Und, ah ja, und hier kommen die Dungeons mit den epischen Sachen. So ab Level 50 also. Deswegen haben die alle auch schon hier so gewisse Rüstungen am Start. Die alle schon fleißig am Suchten sind. Was haben wir hier? Sollen wir eine machen? Mal schauen mal, ne? Sucht er jetzt. Bei WoW ist es ja so, dass du dann die Suche starten kannst, aber hier wird jetzt gerade nichts angezeigt, oder? Ah, okay, ich bin weitergelaufen. Ah, okay.
Komm, wir machen die einfach mal alleine. Okay, okay. Alleine ist schwierig. Voraussetzung an Zugangsstufen nicht erfüllt, kann keine Spielersuche anfragen. Mit der Spielersuche fortfahren, ja. Okay, weil das da alleine die Dungeon. Zäh. Komm, spawnen die dann da drin? Hier sehe ich jetzt nicht, dass er weiter sucht. Doch, doch, er sucht noch. Spielersuche im Enden, Gruppenantragstafel. Beitreten vom derzeitigen Ort nicht möglich. Aber er sucht doch. Ich geh mal gerade auf Toilette. Holst du dir einen Weihnachtsbaum dieses Jahr? Ne, eigentlich habe ich meistens eigentlich gar nicht bei mir so weihnachtlich. So, das mache ich eigentlich bei mir jetzt eher weniger. Hast du dir vor, einen zu holen, ja? Oh, ich geh mal gerade auf Toilette.
Ja, einen kleinen wahrscheinlich. Ja, ist ja auch. Ist ja auch eigentlich was Gemütliches. Eigentlich ja auch was Gemütliches. Wenn man so ein bisschen da so einen Weihnachtsbaum hat und so, ne? Genau, schön gemütlich mit guter Beleuchtung. Ja, hat dann was, gell? Hat auf jeden Fall was. Spielersuche war erfolgreich. Aha. Was? Ah, da sind welche am Start. Nice. Nice. Musste nur warten, ja? Lauf auf Schocks und chill meine Fitness Rosenthaler. Okay, Trierer Jungen, dankeschön für dein Teamherz, sehr lieb, danke, danke. So, soll ich vorgehen oder wie? Da geht schon mal einer raus. Nabend, Paddy. Was geht? Alles gut bei dir? Wie jung bist du jetzt, wenn man fragen darf? Ich bin 37. Auch schon. Alter Mann. Wieso gehen die denn auf einmal alle wieder raus? Was ist das denn für ein Scheiß? Die sind einfach wieder rausgegangen. Wieder rausgegangen, Mann. Hab dich heute gesehen, Ash, wo hast du mich gesehen? Und kein Hallo gesagt. Gutes Alter, hast fast dein ganzes Leben noch vor dir. Boah, aber 37 ist auch schon krass, ne? Auch schon auf die 40 zu, denke ich mir auch schon. Alter, scheiße. Doch, hab ich ein Trefferes gesehen. Warst du der, der gerufen hat, Paddy, wo ich mit dem E-Scooter an der Trefferes vorbeigefahren bin? Ich hab, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wer da gerufen hat. Ich hab einfach mal so gewunken und alles klar. Ich wollte eigentlich erstmal zurückfahren und gucken, hä, wer war das jetzt? Ah, okay. Ich hab nicht gesehen, wer das war. Ich hab halt einfach freundlicherweise so, yo, zurückgewunken. Du warst der mit der, so einer in der Brille, gell? Genau, ah, okay. Ich hab aber nicht so wirklich, ich bin mit dem Scooter vorbei und hab nur im Augenwinkel gesehen und hab dann halt einfach so zurückgewunken, wusste aber jetzt nicht, also wer das jetzt war oder so, hab ich erst nicht gesehen. Okay, mit der Dungeon ist schon kacke. Alles easy. Sonst alles gut bei dir. Hast du einen schönen Tag gehabt, ja? Ja, alles gut, man schlägt sich so durch. Das hört sich, ja, hört sich okay an, ne? Ja, das ist im Moment alles andere als einfach, gerade für uns alle irgendwie so. Man merkt es auch, ja. Man merkt es auch draußen so, ne? Du bist sehr angespannt alles. Also finde ich jetzt so, wenn du verkaufen gehst und so Sachen halt auch, gell?
kriegst manchmal richtige Schrecken, wenn du die Preise siehst. Ja, du hast recht. Ja, also man merkt's halt, wenn man so draußen so ein bisschen ist, so angespannt, so eine komische Ruhe, finde ich jetzt so. Aber nicht, wo man sagen kann, jetzt eine positive Ruhe, so irgendwie so eine seltsame Ruhe, wo man denkt, irgendwie jetzt stinkt ja. Das ist so wie die Ruhe vor dem Sturm, so, ich weiß nicht. Zum Glück wohne ich ein bisschen dörflich. Ja, das ist doch schön, das ist schön, ja. Ja, gut, Ruhe vor dem Sturm. Ja, so eine komische, unzufriedene Ruhe, sag ich mal so. Weiß nicht, ob nur mir so geht, man merkt, die Leute sind angespannt. Und frustriert. Mir geht es auch so. Ja, du bist einer von vier. Aber du hast doch noch freundlich gerufen, Paddy. Also ich bin schon noch einer, der möglichst lacht und so. Aber es ist halt im Moment, die Gründe alles und so, darf ich jetzt leider nicht hier so erwähnen. Ist halt traurig. Haben die Plattformen nicht so gern. Aber die sind uns ja alle schon irgendwie klar. Man hat eh nicht mehr viel zum Lachen. Leider nicht mehr so wirklich. Aber man soll sich jetzt auch nicht wirklich nehmen lassen. Was kommt, das kommt. Können leider sowieso nichts machen. Also jetzt sage ich mal, wenn ich zum Beispiel durch die For You mich swipe, tun sich halt viele wegen unserer Gesamtsituation sich ausheulen. Alles schön und gut. Mag ja wohl alles auch stimmen. Aber ändern. Kein Stück tut das irgendwas. Ich äußere mich zum Beispiel, ich hau in Real Life raus. In Real Life hau ich meine Meinung jedem knallhart ins Gesicht, ja? Im Internet halte ich mich mit den Themen zurück, da mache ich mehr Gaming oder sonstiges. Aber wenn du im Internet irgend so ein Video machst, dann ändert ja nichts. Ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, meistens machen die Leute das sowieso nur für irgendwie ein bisschen Views zu kriegen. Weil das halt Themen sind, die gerade sehr gefragt sind. Und da kriegen die meisten halt schön eine Reichweite dadurch. Aber selber ändern tut er in der Gesamtsituation bei uns rein gar nichts. Man soll es positiv sehen. Immer so ein bisschen aus der Negativsituation positive draus machen, ist immer gut, ja. Wer die nächsten 10 Jahre übersieht, kann sich wirklich schätzen. Ja. Ja, richtig. Leute, meine erste Dungeon hier gerade bei Throne and Liberty.
Hoffentlich gibt's eine gute Rüstung. Deswegen mache ich lieber auch hier so ein bisschen Gaming. So ist eher so mein Content. Die anderen Sachen, da ist ja jede dritte Video bei mir auf der For You auf jeden Fall. Da hört man halt nur noch Scheiße. Jede Krise bringt auch Chancen, ist ein... das stimmt, ja, das ist richtig. Konnte ich das jetzt nicht abbauen, ey. Kochen? Ich koche jetzt nicht in der Dungeon, ey. Das wird so der Bossfight sein, ne? Das ist wohl so der Endboss, oder? Von der Dungeon. Komische Betäubung da. Alter, das sieht noch richtig Leben ab, ne? Oh. Scheiße, Alter. Wurde er platt gemacht?
Du hast eine neue Stufe erreicht. 21. Hä? Wir haben doch verloren, oder nicht? Hä? Oder die haben die noch platt gemacht. Ich bin halt im letzten Moment gestorben. Kann auch sein. Ist halt immer dieselbe Dungeon nur, ne? Was haben wir denn bekommen? Diese Stiefel hier. So, dann hätten wir doch, da sind die Stiefel. Die können wir natürlich jetzt, seltener Rüstungswachstumsstein, normalerweise müssten wir doch davon genug haben, ey. Ah, weil wir blau, das ist blau, ne? Weil das ist blau. Deswegen ging das nicht. Aha. Ah ja. Okay. Wir gehen nochmal in den Dungeon rein, Leute, ne? Die Drop-Wahrscheinlichkeit fürs Schwert zum Beispiel. Es ist eine niedrige Wahrscheinlichkeit, ne? Erstmal eine Gruppensuche. Können wir in der Zeit einfach ein bisschen questen. Mit Pfeifen tust du selten im Live. Wie meinst du? Du hast ja richtig gute Laune heute. Ja, ist in Ordnung. Würde ich nicht beklagen. Ist sonst immer schlecht oder wie? Ist mal so, gell? Aber hier müssen wir noch irgendwo... Mit irgendeinem müssen wir hier noch labern. Mit dem Wachmann? Hä? Hier müssen wir noch irgendwo hin. Ist das hier unten irgendwo? Nee. Nee, nicht schlecht, aber heute hast du gepfiffen. Ach so. Doch, ich tue oft auch.
mitpfeife mit irgendeiner Musik oder so. Irgendwas blinkt hier, Leute. Wo hat denn der sich versteckt? Der ist im Zelt. Können wir hier ins Zelt? Ey, lass mich mal rein! Der Wachmann nett. Der will gar nicht mit mir reden. Der denkt, der wäre was Besseres. Laut der Karte eigentlich irgendwo hier müsste was sein. Die wollen alle mit mir nichts zu tun haben. Die haben alle Depressionen. Okay. Darkness may fill the world today. Das ist natürlich auch ein chilliger Platz, muss man schon sagen. Da hat man schon schöne Aussicht, auf jeden Fall. Sucht der noch? Der sucht ja gar nicht. Wieso denn direkt Gruppe verlassen? Gibt's denn nicht irgendwo noch eine Anzeige, dass der gerade doch da links oben, gell? Gespensterabgrund. Da heißt das ja, was er jetzt sucht. Ja, er sucht links, da steht's, wollte gerade sagen. Ja gut, hier ist halt eigentlich irgendwo, hat er sich hier irgendwo im Busch versteckt. Eigentlich müsste man hier auch mit, blinkt ja hier. Irgendwie im Zelt, da sehe ich keiner, da kommst du auch gar nicht wirklich rein. Egal, Leute, dann fliegen wir. Wir machen Folgendes. Was auch eine coole Sache ist, wir decken einfach die Karte auf. Jetzt mache ich mal hier die persönlichen Pins weg, sonst wird das zu viel. Ich habe schon zu viele davon. Dann haben wir hier noch einen. So. Bin mal gespannt, wie lange sich das Game hier hält. Bin ich halt mal echt gespannt. Ob es wirklich sich so ein bisschen hält, weil es ist ja meistens so, die Games kommen raus. Und ist das hier auch eine Dungeon? Da fliegen gerade so viele rein. Was ist das hier?
Ich wollte ein bisschen aufdecken. Friedenszone. Die kommen raus, die Spieler, dann werden sie mal so, weiß ich, 3 oder 4 Wochen gehypt. Und dann sind die eh tot, dann ist Ende. Also zumindest, dann sinkt es. Und was gab es heute bei dir Leckeres? Zum Beispiel überlegen, es kommt. Moment. Reis, nochmal mit Rindfleisch. Und abends hatte ich tatsächlich nochmal Bock auf Nudeln mit Gehacktes. Ah, hier ist doch dieser Stein. Oh, hier. The crypt of the ancient king is now called Celius's Abyss, after Celius, one of Gridal's 5 disciples, went into hiding there. Celius filled the tomb with skeletons and liches and secluded himself in the depths. Die Grafik ist wirklich sehr gut. Ich finde es aber auf dem PC mit höchster Grafikeinstellung sieht sogar noch mal besser aus. Aber auf PlayStation auch vollkommen in Ordnung, sieht auch gut aus. Macht er noch die Spielersuche? Sieht so aus, ne? Seit 4 Minuten. Was steht da? Was war da? Geheimdungeons. Ah. Geil, gibt schon. Aha. Aha, halber lang gedauert. Ich wollte jetzt gerade seine Rüstung angucken. Manche haben ja eigentlich ganz coole Rüstung. Ist die Frage, ob die schon irgendwie, ob die Echtgeld ausgegeben haben oder ob die einfach die Dungeons machen und du kriegst dann auch Rüstung. Ich denke halt schon, natürlich, wie es immer so im Leben ist, wenn du natürlich Echtgeld, also wenn du Geld bezahlst, wirst du wahrscheinlich schon irgendwo einen Vorteil haben, ne? Was würdest du sagen? Ist das. Macht das hier dir einen besseren Eindruck wie World of Warcraft? Jetzt mal abgesehen von der Grafik. Die Grafik ist natürlich schon gut. Yeah.
Wieso kann ich das nicht abbauen? Welches Level? 21. Level 21. Bin jetzt hier in der Dungeon. Wow. Da hätte ich mich aber verbessert. Da sind einige gestorben gerade. Ah, das ist krass. Ich hoffe, dir geht's gut, Anime-Kind. Wie geht's dir stets? Oh, der brennt. Der ist ins Feuer gerannt, Alter. Abklingzeit, Alter, stellenweise aber auch. Das muss ich schon mal verbessern. Ah, jetzt kommt wieder dieser Bossfight. Shit. Bo.
Oh, war vielleicht ein Fehler. Ich hätte warten müssen. Vielleicht Wiederbelebung wie, wie bei World of Warcraft. Jetzt komme ich gar nicht darunter. Wir sind noch gegen den am Fighten, oder? Was ist das für ein Scheiß? Die kämpfen noch gegen den, ich komme da leider nicht mehr durch. Ah, jetzt mehrere nicht mehr, okay. Ah, platt gemacht, okay. Belohnung können durch Verwenden von dem... Okay. Und Stufe 22. Was haben wir denn bekommen? Ah, schon wieder. Dieselben Stiefel. Ich hoffe immer noch so auf ein Schwert oder so. Was ist das hier für ein Ding? 100 Abgründe. Schon wieder dieselben Stiefel bekommen, ne? Aha. Okay. Und wie sie... Warte. Wir wollten jetzt irgendwas verbessern. Genau, ich wollte jetzt meine Fähigkeiten... Warte mal. Warte da. Ich wollte auf jeden Fall noch Fähigkeiten leveln. Welche Fähigkeit finde ich nicht so gut? Was haben wir denn hier noch? Brutaler Einschnitt. Finde ich mal besser. Machen wir den rein. Hier ist auch neu. Schaden mit jeglicher Fähigkeit zufügen stellt 9 Gesundheit und 14 Mana wieder her. Wird nicht bei Schaden über Zeiteffekten angewendet. Modalsieger. Schaden mit jeglicher Fähigkeit zufügen stellt 9 Gesundheit mit. Das haben wir ja schon. Das haben wir doch schon drin. Ist doch schon drin. Aha. Da haben wir noch eine Stufe 3 Fähigkeit. Was jetzt? Gruppe Rolle wählen. Angriff. Gruppenführer, das haben wir, das hat 20. Ich nehme an. Machen wir eine Stufe 3 Fähigkeit hier rein.
Geiersturz. Muss ich mal hier ein bisschen leveln. Die Fähigkeiten. Aber jetzt müssen wir gucken, kostet auch jeweils immer Gold, glaube ich, gell? Oder? Da ist hier nichts davon, dass das Gold kostet. Es strömt intensives Wachstumslicht in die China. Wie hoch können wir das Ganze denn leveln? Wie hoch geht das? Aber geht nicht mehr wie Stufe 5? Warte mal, irgendeine Fähigkeit. Ah, krass. Geiersturz haben wir auf Blau jetzt. Ah, ja. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ah. Natürlich, solange wir dieses Wachstumsdingen da haben. Hochwertiges Aktivfähigkeitswachstumsbuch. Die brauchen wir halt, dass das geht. Um die Fähigkeiten halt zu leveln. Und ab 4 springt's dann auf quasi, ja, auf 1, aber Blau ist dann stärker. Moin, was geht? Wie geht's dir, mein Bester? Was zockst du gerade? Hey, Rainbow Six Spieler wieder am Start. Was hast du Gutes gegessen eben? Ja, Throne of Liberty. Ne, warte, bei 5? Hä? Der andere ist doch auf 1 gesprungen, wurde Blau. Oder was? Bei 5 und. Ah, jetzt springt's auf Blau. Bei 5, okay. Okay. Okay, lassen wir mal das wie Blau. So. Duplikat, okay. Und da Duplikat, okay. Zweimal Blau. Machen wir. So Fähigkeiten mal besser. Ach stimmt, hast du eben schon geschrieben, was du gegessen hast. Hast du eben schon geschrieben. Stimmt. Wird aber dafür auch immer teurer dann, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir alles verheizt. Heute noch Rainbow. Schauen wir mal, ja? Ah.
Ah, hochwertiges Passivfähigkeitswachstum kannst du auch verbessern. Dann will ich das mit dieser Gesundheit verbessern, ne? Schaden mit dir. Und 14 Mana wieder her. Aha. Aha. Da steht immer 1. Wieso können wir denn nicht? Naja, gut. Gehe in 20 Minuten schlafen und gehe morgen ins Gym und arbeiten. Hey, Gym immer gut. Bist ja auch schon länger dabei, gell? Ja, 2 Jahre. Das ist doch schon was. Zieh durch, zieh durch. Guter Ansatz auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf Blau. Aha, okay. Geht das dann mit der Rüstung genauso? Dass man die dann auch auf... Geh ich mal von aus. Dass man die dann auch so hochstufen kann, ne? Mal ausprobieren. Kostet natürlich... Auch Gold hier mit der Rüstung kostet Gold. Größer wachsen. Ah, okay, krass. Das ist jetzt, da haben wir natürlich jetzt auch alles verballert. Ich denke, dann hast du die auch auf Blau, ne? Dann ist das ja so gesehen, dass was Blau ist. Warte mal. Wie oft gehst du ins Gym? Jede Woche? Aber hallo, klar, also 4-mal die Woche. Mindestens eigentlich. Mindestens. Ich meine so, um bestimmte Punkte zu erreichen oder so, da steckt viel Arbeit drin. Das ist ja nicht so, dass das einfach vom Nix kommt, von irgendwo her kommt. Ja, da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Soll ich mal die Dungeon probieren? Aber ich weiß nicht, ob ich Leute einladen kann. Obwohl, wir haben uns jetzt ein bisschen... Wir haben gelevelt. Wir haben gelevelt, übrigens. Wir haben gelevelt. Könnt's noch mal probieren. Die Abklingzeit aber stellenweise, ey. Sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus. Wie eben, definitiv. Oh!
Aber er ist nochmal weggeklatscht. Immer mal Netzbook hinbekommen, haben ein bisschen uns stärker gemacht, gelevelt. Ja, wenn man dann doch so langsam den Spielen heute musst du richtig. Da musst du Geduld und Zeit für haben, um das langsam zu verstehen. Aber wenn man dann. Aha. Kann derzeit nicht benutzt werden. Stufe 23 oder höher. Ja, okay. Ah, und so boxt du dich dann halt durch. Was haben wir denn bekommen? Wachstumsdinger und so Sachen halt, ne? Die können wir übrigens auch noch, stimmt. Die können wir uns auch noch verbessern, ne? Okay. Wie hat sich irgendwas wegen bei Herstellen getan? Rüstung nur grün, ne? Da fehlen uns halt noch so ein paar Materialien. Aber bei Episch sowieso? Ja, seltenes magisches Pulver und diese irgendwie so eine. Ja. Ich hätte schon. Ich glaube. Kann das sein, dass oben. Inhaltszeitplan. Gildenschlacht. Achso, ich hätte gedacht, wäre so ein Zeichen, dass die Waffe kaputt ist. Ich glaube, bei World of Warcraft war ja so, dass die Waffen auch kaputt gehen. Genau, die musst du ja dann wieder reparieren. Ich werde mal für eine Dungeon. So, dann machen wir noch eine Spielersuche. Okay. Natürlich jetzt besser gelevelt. Warte mal, was war nochmal hier bei... Ah, ja. Hier gibt es ja dann auch immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, da kriegt man irgendwie, glaube ich, oder kriegt man irgendwas, ne? Hier auch noch mitnehmen. Ah, irgendwas levelt man. Meine Stufe, 23 Punkte. Ah, das sind einfach nur Punkte, dass man dann auch nochmal wegen dem Leveln... Ah, gerade gesehen. Codex. Da können wir noch nichts.
Zusätzlicher Widerstandsvertrag verwenden. Ein Gutschein zum Aufladen von Widerstandsvertragsrechten. Das Maximum kann nicht überschritten werden. Keine Ahnung. Alliierte Streitkräfte des Widerstands. Sternlicht-Observatorium. Ah, das sind Quests. Ah, da ist eine Quest. Seltener Waffenwachstumsstein. Ach ja, jetzt. Wenn wir auf Blau sind, brauchen wir diese blaue. Seltener Zuhörwachstumsstein. Okay. Aha. Da ist 100 Abgrund-Vertragmarke-Punkte verwenden. Was haben wir hier? Tickettruhe für Server-Transfer. Ein Transferticket, das für den Server-Wechsel erforderlich ist. Du kannst Server im Laden transferieren. Ah, das kostet, glaube ich, sogar nachher auch Geld, wenn du auf einen anderen Server willst. Können wir noch mal Wachstumsmeilensteine. Manchmal ein bisschen warten, ne? Nachrichten. Boah, hier muss man ja wirklich mal gucken. Man hier immer noch alles so mitnehmen kann, ne? Was haben wir jetzt hier? Seltenes Aktivfähigkeitswachstumsbuch. Kann sein, wenn die eine Fähigkeit jetzt dann auf Blau kriegen, Wachstumsmeilensteine. Aber warte, wo war das nochmal? Ausrüstungsverzauberung. Brot ist zu kaum. Doch, ich esse auch Brot. Vor allem, wenn es darum geht, selbstgemachtes. Aber der Rüstung ist es anders anscheinend. Ah, ist auf Maximum. Ah, okay. Dein Brot ist bestimmt sehr lecker. Macht echt Spaß, Brot selber backen. Ich tue dann noch Knoblauch und andere Gewürze mit rein. Kümmel und so weiter. Schmeckt echt lecker. Kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir echt vorstellen. Besser wie beim Bäcker, ne? Ich selber habe doch schon kein selbstgebackenes Brot gegessen, aber gebacken, aber ich habe schon öfters selbstgebackenes Brot halt auch vom Bäcker oder auch so selber im Haushalt jemand gebacken. Das Brot war so lecker, sogar einfach ohne alles hat das geschmeckt, das Brot, ne? Aber wenn du dann noch was drauf gemacht hast, so ein bisschen Butter mit Käse und so Sachen, einfach nur lecker, einfach nur lecker. Dann müssen wir aber jetzt ein bisschen warten hier, bis wir in der Dungeon sind, ne? Und wie findest du das Spiel bisher, besser als WoW? Nee, ich will nicht sagen besser als WoW. WoW ist schon ein echt cooles Spiel. Was bei WoW, was ich halt scheiße fand, ist, da musst du halt alle zwei, also ich habe ja alle zwei Monate, alle sechs Tage immer wieder Spielzeit kaufen. Also ich habe ja kein Abo gemacht. Oder allein ein Abo, das alle 16 oder 17. Also 16, 17, was stand da? Musste ja jeden Monat 16, 17 Euro bezahlen. Und wenn du keine Spielzeit mehr hast oder ein Abo kündigst, dann kannst du das Spiel halt einfach gar nicht mehr spielen. Nicht mal so, dass du noch die Rüstung, die du erspielt hast, dein optisch, also dein, wie heißt das da nochmal? Deine transformierte Rüstung, irgendwie so heißt das da bei WoW, dass du so nicht weiterspielen kannst mit der alten Rüstung halt, finde ich halt echt ein bisschen von Blizzard eigentlich voll abgefuckt. Deswegen auch irgendwie keinen Bock mehr, da alle zwei Monate da Kohle zu bezahlen. Für irgendeine virtuelle Scheiße. Das ist ja fast wie ein Spielevertrag. Ja, genau, genau. Das Spiel hier kannst du jetzt wenigstens einfach kostenlos zocken. Klar, wirst du wahrscheinlich nicht so viel bekommen kostenlos. Wobei ich versuche mal wenigstens irgendwie mal andere Rüstungen zu bekommen, so die du halt durch Dungeons hier kriegst. Aber ich klar, denke ich mal, wenn du hier echt Geld drin reinsteckst, wirst du halt sehr viel mehr Vorteile haben. Ich glaube, ich beende nochmal. Und mach mal eine neue Suche. Diese Möglichkeiten hier, die kriegt man halt. Also die Chance besteht für Armbrust. Wie wäre ganz recht das Schwert mit dem Schild? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er droppt, ist sehr niedrig. Hier steht 10 Millionen %. Oder was soll das da heißen? Chance pro Gegenstand 100 Millionen %.
Bei Stufe 30 gibt es auch noch keine weitere Rüstung. Hier auf Stufe 40, da kriegst du dann hier so eine Rüstung. Und hier geht's dann episch los. Ich habe schon welche gesehen mit der Rüstung hier, die haben episch, Stufe 50. Das ist, glaube ich, dann auch Maximum. Irgendwie kommt da keiner. Was meint der? Du wirst nirgends was? Bin mir nicht so sicher, ob das eben auch schon da stand. Maximale Kampfkraft 1600. Betreten von derzeitigen Orten nicht möglich. Ach so, ich bin ja jetzt. Moment, alles gut. So, hier. Betreten vom derzeitigen Orten nicht möglich. Kommen aber gerade keine anderen Spieler dabei, ne? Man kann auch andere Reittiere, das ist, da geht es aber schon so ein bisschen Richtung Echtgeld, glaube ich. Warte mal, wo waren die nochmal? Wo konntest du das nochmal ändern? Army Toy, genau, Verwandlung war es. Hier kann man sich dann... Ah, die habe ich, ah, hab ich auch frei. Ich habe einmal den Pinguin... Kann man sich stehen holen? Es kommt der hier, der rote. Ich glaube, viele kriegst du auch nur durch Echtgeld und dann die Verwandlung. Also wenn du laufen tust, ich bin ja der Löwe beim Rennen. Viel habe ich hier nicht. Der Rest freizuschalten, weiß ich gar nicht, ob du dafür Wachstumspunkte 15. Schattenpuma pro Puma. Oh, der ist cool. Machen wir den mal als Verwandlung. Dann Kleiten. Den habe ich drin. Ich glaube, den habe ich durch die Twitch-Drops, die man bei mir auch bekommen kann.
Schwimmen. Da habe ich nur den einen. Spezial. Hey, irgendwie keine Ahnung, Leute. Jetzt kommt keiner. Können wir ja eigentlich auch questen oder so. Bis jetzt hier nichts tut. Guckt mal hier, hier, das. Das sind dann so Rüstungen. Ah, der hat noch dieselbe wie ich, hat aber ein anderes Schild. Der hat schon so einen Zauberhut auf. Man weiß halt nicht, was jetzt die Leute, ob echt Geld reingesteckt haben oder ob die das alles durch die Dungeons bekommen haben. Das Spiel ist jetzt halt auch. Hier ist. Oh, das ist geil. Bestimmt echt Geld. Bestimmt echt Geld. Das sieht cool aus. Warum rennen eigentlich so viele da rein? Was ist denn da eigentlich? Jetzt bin ich neugierig. So, was soll jetzt hier sein? Die rennen doch nicht alle einfach so hier rein. Boah, aber haupts... Ey, warte mal. Hat, wurde die Waffe getroppt gerade? Ah, cool. Oh. Der eine hat auf jeden Fall eine Waffe getroppt. Die halten aber hier ein bisschen mehr aus, aber hier ist doch mehr wie nur die eine Waffe. Halten hier auch schon ein bisschen mehr aus.
Oh, das ist eine Kiste. Au, jetzt bin ich am Arsch. Oh, krass. Als Jugendlicher kommen da bestimmt krass in Versuchung, ständig irgendwas an Ausrüstung zu kaufen. 100%. Klar, nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene oder so, die da reinsuchten. Jetzt habe ich aber hier irgendwie eine Waffe bekommen. Die wir natürlich dann erstmal wieder leveln müssen. Ah, das ist das Schild, was wir eigentlich... Aha. Also jetzt nichts Besonderes. Können wir jetzt hochstufen. Jetzt müsste sie stärker sein wie die andere. Hä? Wieso? Verstehe ich nicht. Haben die doch jetzt sogar höher gestuft?